Jetzt ist es soweit, kommt man fast meinen. Der große Bauernaufstand und aus ist mit der Ruhe im Chiemgau. Na na, keine Angst. Das ist bloß der Eder Franz mit seinem Gefolge. Mit akkuratem Schnurrbart, den er schon mit 17 gehabt hat, sind er und seine Spätzl wieder mal zu einem Traktorentreffen unterwegs. Allesamt auf einem Schlüter aus der Sammlung von Franz Eder. Seine letzte Errungenschaft ist der AS-18, Baujahr 1956. Der ist eben noch abgegangen. Ja, mei, der Papa hat schon den ersten Schlitter gehabt, gell? Als der dazugekommen und der dazugekommen, weil es mehrere waren, dann haben sie mich auch ein bisschen interessiert. Und dann triffst du natürlich auch einen, gell? Die, die auch Schlitter sammeln, dann wird es aber interessanter, gell? Und so kommt die Leidenschaft auf einmal daher, gell? Das ist immer so. Naja, an die 40 Schlittertraktoren verbergen sich so mittlerweile auf dem Prassmeyer Hof in Heidham bei Prutting. Und erkennen eine der besten Privatsammlungen. Da ist fast praktisch, dass auf dem Hof bloß mehr Federvieh gibt. Die Bullenmast hat sich nicht mehr rentiert, also stehen im Steu jetzt Bären. Bärenstark. Das Prädikat hat die Werbung nämlich den Schlittertraktoren verliehen. Der Steu ist wie eine Rückschau auf die Firmengeschichte. Der GZA 25 zum Beispiel ist ein aus dem Krieg, ein Holzvergaser, der später einen Dieselmotor gekriegt hat. Bei mir geht da jeder. Ich mag keinen halben nicht. Trotzdem stehen uns die meiste Zeit einfach nur da. Ich schau mir halt mal wieder hoch, gell, wie Tag, und hab einmal Freude damit. Und dann kommt der einmal zum Anschauen, der möchte sehen. Und da hab ich jetzt einen Luftkühlten. Den haben sie auch mal angefangen zu bauen, hat sich aber nicht bewährt, haben sie noch wieder aufgehört. Eine besondere Freude ist, wenn eine Typenserie komplett ist. Und das ist jetzt die S-Serie, oder? Da haben sie einen 24er gebaut und einen 32er und den 50er und auch den 60er noch. Den bin ich 3 Jahre lang nachgelaufen. Jetzt haben sie mir von der Nase weggekauft. Das ist natürlich über teurer geworden, aber ich habe ihn noch durchgekauft, weil sie gerade 50 gebaut haben davon. Das ist jetzt mein älterer. Das ist der DZM 25, Baujahr 1939, den habe ich von Dresden genommen. Und der Originalblinker, der geht auch noch. Das ist jetzt die AS-Serie. Um die 5 Jahre hat er gesucht, bis er alle beieinander gehabt hat. Den AS-45, den AS-30, den AS-220 und da, wo jetzt die Lücke ist, da kehrt der AS-18 aus der Werkstatt hin. In Düsseldorf hat er einen Auftrieb. Ja, mein, der ist mir jetzt ein gut genug, so wie er ist. Und ich muss ehrlich sagen, es muss nicht jeder neu hergerichtet werden. Er ist ein Bullock, der hat gearbeitet. Und der darf man ruhig, ich brauche Spulen auch können. Man kommt wieder von denen ab, dass er jeder glänzen muss wie von Lohn aus. Ja. Seit den 60er Jahren hat die Firma Schlüter die stärksten Traktoren in Europa gebaut. Die eckige Motorhaube ist das Markenzeichen geworden. Der Schlitter war immer schon der Mercedes unter dem Bullock. Der hat immer schon was Besonderes gehabt. Der hat andere Sitz gehabt, bessere. Hat schon 1970 eine gescheite Kabine gehabt. Die haben die anderen noch ein Hordendach gehabt. Und 1977 hat der schon eine Kippkabine gehabt. Der war immer voraus da in der Hinsicht. Aber beim Baujahr 1956 sind auch die Schlüter noch umständlich gewesen. Ja, da muss ich zuerst einmal das Handgas einstellen. Und dann einmal die Schwingkammer aufdrehen. Und dann wird eingespritzt. Und die Starthilfe aufgetan, wo der Einspritzpumpe noch drin ist. Ja, den muss ich jetzt mit einem Draht starten. Mal direkt kurz schließen, weil der Vorbesitzer den Anlass so gut gemacht hat. Herrschaft, der Radau macht den Martel ganz nervös. Der Gockel und der Franz sind die einzigen Mannsbrüder auf dem Hof. Nur Töchter und Enkelinnen. Deswegen heißt seine jüngste Anna. Anna, schon wieder ein Madel, hat der Franz bei der Geburt gesagt. Dabei haben sie richtig gern. Nur eins haben die Madel nicht. Die Leidenschaft von einem Schlütervater für seine Traktoren.
So, die Serie ist komplett. Das ist fast wie Briefmarken sammeln, bloß ein bisschen größer. Bären eben im Bullenstall. Und die werden nur auslassen, wenn es wieder irgendwo ein Bulldog-Treffen gibt. Dann kämen die Mannsbilder aus Heitam und Umgebung zusammen. So, jetzt braucht man's, Leute. Oma, auf geht's. Ein jeder kriegt einen Schlitter aus der Sammlung von Franz. Und dann ist wieder mal kurz aus mit der Ruhe im Chiemgau. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.